Hi Leute, das ist Arno hier. Es gibt Neuigkeiten zu The Division Heartland. Inoffizielle Neuigkeiten, aber immerhin etwas. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Es ist jetzt fast 4 Monate her, seit Ubisoft den Blogpost rausgehauen hat, in dem es um die Zukunft des Division-Franchises ging. Die gezeigte Roadmap für 2021 zeigte, dass noch so einiges passieren soll. Dass nicht nur neuer Content für Division 2 kommt, sondern 2 weitere Spiele im Division-Universum. Darunter ein bisher unangekündigtes Mobile-Schmutz-Game und das bereits vorgestellte Division Heartland. Was Heartland ist und welche Details entnommen werden konnten, das seht ihr hier oben nochmal. Ubisoft und besonders Red Storm, die verantwortlich sind für The Division Heartland, verlieren kein Sterbenswörtchen über den Titel. Ich persönlich frage mich, was seit der Ankündigung und dem geleakten Material bisher passiert ist. Und da nichts weiter durchgesickert ist, ging ich davon aus, dass es irgendwann ein Update geben wird und der nächste Schritt nochmal eine richtige Beta sein wird. Vielleicht sogar eine Open Beta, je nachdem wie weit sie sind. Und da kommt einer der größten englischsprachigen Content Creator zu The Division 2 ins Spiel. Cold B-Boy heißt das Kerlchen und er hat in seinem Community Tab einen Post rausgehauen, in dem er über seine Erfahrungen aus der Closed Beta berichtet. Absolut ungewöhnlich unterliegen doch Alpha und Closed Beta Versionen eigentlich einer NDA, also quasi einer Geheimhaltungsvereinbarung. Aber egal, jeder muss wissen, wie er damit umgeht, ne? Beziehungsweise kann ja möglich sein, dass er schon gefallen ist. Intern und wir wissen es nicht. Ist aber trotzdem komisch, dass man nur von ihm sowas lesen kann. Das hindert uns natürlich nicht daran, seine Aussagen auseinanderzunehmen und neue Infos herauszufiltern. Und er schreibt wie folgt. Hier die Wahrheit über The Division Heartland. Er ging in die Closed Beta mit der Einstellung, enttäuscht zu werden und hielt seine Erwartungen so niedrig wie möglich. Das sollte man generell so machen. Haben uns doch fast alle Neuerscheinungen die letzten Monate so richtig enttäuscht. Zumindest mich persönlich. Er sagt, dass er nicht nur beeindruckt von Heartland war, sondern dass er genau das bekommen hat, was er sich von dem Game erhofft hat. Ja, Cold B-Boy ist, muss man anmerken, nahezu reiner PvP-Spieler. Ein ausgeglichenes PvP-orientiertes Spiel, welches taktisches und strategisches Vorgehen, Geduld und Kommunikation belohnt. Sachen, die Division 2 niemals wirklich hatte. Das ist wahr. PvP in Division 1 und 2 ist eh schon sehr speziell und sicherlich nicht für jeden gedacht. Aber Division 1 hatte hier auch gegenüber Division 2 klar die Oberhand. Kein geleaktes Material kommt auch nur ansatzweise an das, was er mit seinem Team in der Heartland Beta erlebt hat. Er ist absolut in love, meint er. Wer PvP-Spieler ist und Competitive Games mag, der wird The Division Heartland lieben, so Cold B-Boy. Als reiner PvE-Spieler wird man wohl nicht allzu glücklich werden mit dem Titel. Finde ich persönlich in Ordnung, wenn dann im Gegenzug der neue Content für The Division 2 primär für PvE-Spieler gedacht ist. Er sagt offen und ehrlich, The Division Heartland hat alles, was The Division eigentlich sein sollte. Ein PvP-PvE-Game mit Loot, Survival-Mechaniken, das Aufleveln des eigenen Charakters und Crafting. Wobei der Kern des Spiels das Survival ausmachen soll. Ihm ist es egal, wie lange es noch brauchen wird, bis es erscheint. Er will einfach nur, dass es erfolgreich ist. Ich glaube, das geht uns allen so. So halbfertigen Mist bekommen wir gefühlt die letzte Zeit permanent vorgesetzt. Es ist schön, mal wieder was über The Division zu erfahren. Leider nicht von offizieller Seite, aber zumindest ist es etwas und hilft die Vorfreude ein bisschen zu vergrößern. Was sagt ihr denn dazu, Leute? Freut ihr euch immer noch drauf oder ist es euch mittlerweile egal? Schreibt's mir. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.